Fischer in Nordnorwegen haben aus Protest gegen die von der Regierung angekündigten neuen Fangquoten mehrere Häfen blockiert. Die neuen Regeln geben größeren Booten Vorrang vor kleineren. Die Fischer fordern eine gerechtere Verteilung. Sie bezeichnen die neuen Fangquoten als undemokratisch und sagen, diese seien das Ergebnis eines geheimen SMS-Austauschs. Die neuen Regeln sind noch nicht vom Parlament verabschiedet worden.